Wow, so genial. Jetzt sieht die Grafik gut aus. Im ersten GTA 5 Video von mir habe ich euch die Grafik gezeigt, wie sie aussieht auf dem alten PC. Und da ich ja jetzt den neuen PC zwingend brauchte, weil mein alter kaputt ging, zeige ich jetzt natürlich auf dem neuen PC die Grafik und sie ist voll. Also die Grafik habe ich voll aufgedreht. MSAA kann man noch auf 8 stellen, aber dann ist das NVIDIA DXAA aus und das möchte ich gerne anhaben. Was habe ich noch nicht auf Max? Irgendwas habe ich noch nicht auf Max oder wenigstens nicht auf Max, aber kann sein, dass es hier das MSAA ist. Nö, das ist auf Max. Okay, dann ist nur das nicht auf Max. Ah ja, stimmt, ich habe die Unschärfe vorher nicht auf Max gehabt, da habe ich auf Normal gehabt und die zwei aus. Und es sieht doch nicht so ganz so gut aus. Mit Unschärfe sieht es viel besser aus. Man hat danach noch etwas Zukunft, weil die Unschärfe-Effekte und so. Ich bin ja nicht so der Fan von Unschärfe, aber es ist recht gut anzusehen. Und hier habe ich auch alles auf Max. Und es geht eigentlich Ding. Ich habe keine 4000 Megabyte. Ich habe 20.000 Megabyte. Also keine Ahnung, wieso nicht mehrere CPU, mehrere, wie sagt man denn, Kerne genutzt wird. Keine Ahnung. Jo. Da oben kann man auch nichts einstellen. Schade, sehr schade. So, ich möchte gerne den View umstellen. Das ist aber nicht der richtige Echo-Modus, oder? Okay, doch. Sieht man einfach nicht die Arme und so, aber. Ah, schön. Also, was wollen wir machen in diesem Testvideo? Einfach mal austesten. Mal ein Auto klauen. Soll ich so ein Auto klauen? Ja. Ich will eigentlich ein schnelles, aber wir können ein schnelles aufsammeln. Genau. Die rufen sofort die Polizei. Ah, oh, genau, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht aussteigen, lass mich. Oh, ist das schwer. Okay, ich möchte eigentlich nur. Ich will nur schlagen. Das ist so geil. Ja, genau, das Auto. Noch schlafen. So. Schnell rein, damit die Polizei mich nicht rauszieht. Und wegfahren. Oh. Durch das Glas ist kaputt und so. Ah, oh, ist das schön. Kann ich hier durch? Scheinbar nicht. Wo bin ich jetzt hier? Ah, ich muss. Okay, hier sehen mich die. Den gar nicht. Ich sehe nichts. Ich muss umstellen. Ah, jetzt sehe ich schon besser. Okay. Schön abhauen. Abhauen. Ich habe nur einen Stern. Zwei Sterne. Wieso? Ich habe nur drei Menschen umgebracht. Wieso habe ich drei Sterne? Also, sieht so cool aus. Die Kanten sind noch ein bisschen da. Ich habe auf 16 oder auf 8 mal gestellt. Und auf Anti-Aliasing, wie man es nennt. Und trotzdem sind noch ein bisschen die Kanten da. Keine Ahnung. Aber jetzt kann ich sich auch beheben. Sonst ist eigentlich alles top, optimal. Ah, ist das schön. Ah, ist das schön. Ist das schön. Ist das schön. So, wir gehen mal ein bisschen in die Pampa raus. Kann man hier nicht hoch. Ich habe extra so ein Geländefahrzeug genommen, damit ich hoch kann. Aber hier geht es nicht so gut. Hä? Diese Gestirne habe ich gar noch nie. habe ich gar noch nie bemerkt in der Konsolenfassung. Also,
Ich habe ja die Konsolenfassung nie gespielt und nur im Let's Play ein bisschen geschaut von anderen Leuten, aber es ist mir nie aufgefallen, dass die Zeiten so halt wie in der Rocky Mountains so mehr Schichten hat. Oder ist das neu? Keine Ahnung. Okay, hier ist niemand. Das ist sehr gut. Dann gehe ich jetzt mal hier hoch. Hier, da hinten. Da hinten, genau. Gehe ich hier hinten. So. Steige ich mal aus. Und gehe... Ist das eine gute Idee? Oh, es wird knapp. Ja, es ist eine gute Idee. Sehr schön. Ich wollte mit euch noch die Natur ein bisschen zeigen, der Grafik, und schauen, ob es bei mir flüssig geht. Und es geht recht flüssig. Ja. Sehr schön. Und hier möchte ich noch schauen, aber... Okay, jetzt geht es nicht mehr ganz so. Die FPS gehen auf 30 runter. Es ist nicht mehr so optimal, aber flüssig ist es. Ha, wegen den Details. Wegen den Details ist es wahrscheinlich so. Und wegen der Aufnahme. Aber es ist richtig cool. Also flüssig geht allemal alles noch. Gibt es keine Tiere hier oben? Schaut mal von nahem. Das ist mega schön. Ah, GTA 5, mein Lieblingsspiel momentan. Ich liebe es. Schaut euch diese Grafik an. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? So, aber eben damit das Video nicht zu lange wird, ich nehme es, lade es nämlich auf hoher Qualität hoch. Beende ich jetzt das Video und da kommen immer wieder Videos nicht mehr so ganz auf diese Qualität oben, aber auch wahrscheinlich auf Full HD. Und ja, damit ich einfach ein bisschen mehr Videos hochladen kann, weil meine Internetleistung momentan noch nicht so ganz gut ist. Aber da ich bald auf in die Stadt nach Basel ziehe, ist dann die Internetqualität auch sehr hoch. 100k kann man, glaube ich, erreichen. 120k. Sehr schön. Und dann geht es natürlich danach auf super Qualität. Aber ihr seht's. Was machst du? Okay, ich bemerke mich gar nicht mehr. Scheinbar ist das automatisch, wenn man ein bisschen herunterläuft oder so. Dass man noch ein bisschen läuft. Ohne dass man die W-Taste drückt. So, also, Dankeschön fürs Schauen. Ihr seht, die Grafik ist wunderbar, auch bei mir jetzt, ohne diese Karten und so. Und jo, seid gespannt auf die nächsten Videos. Ich werde mich sehr viel Mühe geben und so. Dann eben auch online. Zeig dich mal, du hast eine Schramme. Ja, ah, ich muss unbedingt jetzt ganze Zeit suchen. Also, tschüss, Leute. Viel Spaß mit den weiteren Videos und tschüss!